Zeit für Sprechplanet. Mit Julian Schlichting. Bei Zimmerfrei warst du bis zum Ende dabei. Ja. Laut Wikipedia seit 2002, also wirklich ganz viele, viele Jahre. Ja, ja. Eigentlich zuletzt auch immer mit den Puppen. Mhm. Ja, immer mit Puppen. Wie ist das entstanden? Wie kam die Puppe dorthin? Das ging durch einen puren Zufall. Ich war eigentlich nur für eine einzige Sendung mal vorgesehen. Mhm. Ich kannte über das Studium, wo ich studiert habe, einen der Autoren der Sendung. Der war bei mir auch an derselben Hochschule ursprünglich. Und der war Autor bei Zimmerfrei. Und bei Zimmerfrei gab es immer das Bilderrätsel, wo immer so ein Wortwitz bildlich dargestellt wurde. Und das mussten die Prominenten erraten. Und es gab ein Bilderrätsel, das hieß Anspruchsvolle Rollen. Der Lösungsbegriff hieß anspruchsvolle Rollen, weil Jutta Speidel war der Gast in der Sendung und sie hat in einem Interview mal gesagt, sie spielt am liebsten oder sie spielt ausschließlich anspruchsvolle Rollen. Und dann sollte sie jetzt das erraten. Und man hatte sich dann von der Redaktion ausgedacht, dass da eine Klorolle, ein Rollmops, eine Küchenrolle und eine Nackenrolle sitzen, die dann sprechen können und ganz zickig sind, dass sie sich viel zu fein sind, in der Küche zu sein. Sie gehören noch ins Wohnzimmer und sollten so ein bisschen dievenhaft irgendwie anspruchsvoll sich da gebaren. Und ich glaube, die Uridee war tatsächlich eigentlich, dass da eine echte Klorolle und ein echter Rollmops liegen und man suchte eigentlich nur jemanden, der das synchronisiert, der da so aus dem Off da so eine Stimme drauf gibt. Mhm. Und wie gesagt, ich kannte den Kollegen Uli Wilkes, der da als Autor tätig war. Der wusste, dass ich irgendwie lustige Stimmen machen kann und gab irgendwie meinen Namen weiter. Und dann rief man mich an und fragte, ja, wir haben das da vor, wollen Sie das machen? Und dann habe ich irgendwie relativ spontan gesagt, naja, wollen wir das nicht als Figuren, als Puppen machen? Ich könnte doch da so eine Klorolle bauen, die dann so ein Gesicht hat und zwei Augen und den Mund bewegen kann und so. Und ich glaube, die haben das am Telefon, als ich denen das erzählt habe, die haben überhaupt nicht verstanden, was ich will. Die haben irgendwie so ein bisschen geantwortet nach dem Motto, ja, machen Sie, was Sie wollen, Hauptsache Sie kommen da zur Sendung, zur Aufzeichnung. Das ist ja ein gutes Signal. So, und dann habe ich eigentlich unaufgefordert, habe ich einfach mal eine Klorolle, eine Küchenrolle und einen Rollmops gebaut, die dann sprechen können. Und bin dann dahin spaziert und habe das gemacht. Und dann fand man das auch ganz lustig irgendwie. Und dann hatte ich auch ein bisschen das Glück, dass ich, also ich habe da so ein bisschen improvisiert dann auch in der Sendung, weil Jutta Speidel kam irgendwie erst nicht auf die Lösung. Ach so, ging und dann länger. Musste ich die so ein bisschen anfauchen. Jetzt raten Sie schon, was sind wir denn? Und so. Und dann war das ein Lacher bei den Leuten im Publikum und so. Und dann hatte ich das Glück, dass es gab halt immer diese Kabarettistenposition innerhalb von Zimmerfrei. Ja. Und da war gerade wieder so eine Stelle frei geworden. Da war jemand drin, der jetzt gerade wieder aufhörte. Und irgendwie hatten sie da so ein Loch. Also es fehlte denen eh jemand, der da jetzt mal wieder in diese Kabarettistenposition kommt. Und jedenfalls, ich habe diese eine Sendung gemacht. Und 4 Tage später rief man mich an, ob ich nicht Lust hätte, bei der nächsten Sendung wieder mitzumachen. Mhm, und ja, und dann bin ich 14,5 Jahre oder sowas. Fast 15 Jahre da geblieben. Ne? Also ich gehöre auch zu den Leuten, die sich darauf am meisten gefreut haben. Ja. Also nicht nur aus Puppen-Fan-Gründen, sondern auch, weil das halt, du kannst durch die Puppe ja sehr viel machen, sehr viel sagen. Ich war selber immer überrascht, welche Macht das hat und welche Wirkung. Also ich war mir dessen gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Ich habe da oft mich selber auch unfassbar geschämt manchmal hinterher, weil man da schon manchmal Leuten eine reindrückt so, oder dann so ein bisschen flapsig den da irgendwie eine verpasst. Was eigentlich nicht so meine Art ist. Und ich bin dann oft hinterher hin und habe mich bei diesen Leuten entschuldigt. Und, tatsächlich. Und kam dann an und sagte, es tut mir so leid, das war natürlich nicht so gemeint und das sollte nur ein Scherz sein. Und also bis auf, glaube ich, 1-2 Ausnahmen haben alle wirklich immer nur gesagt, wieso, das warst ja nicht du, das war doch diese Puppe, das war doch die Klorolle, das war der Hund, das war das Pferd, das war irgendwer. Mhm. Da merkte ich erst, die nehmen mir das gar nicht übel, das ist ja toll, ich kann ja den Leuten sonst was erzählen. Und du hast auch immer in Interviews gesagt, du bist überrascht, was du dann währenddessen erzählst. Also ich glaube, du baust den Grundgerüst, aber viel kommt durch die Figur. Bei Zimmerfrei, im Gegensatz zum Beispiel jetzt zu diesen Haselhörnchen-Geschichten oder diesen Kinderprogrammen, die ich da mache, war bei Zimmerfrei ja fast alles improvisiert. Mhm. Weil es ist halt nichts abgesprochen gewesen mit den Gästen. Auch nicht mit den Moderatoren. Nee, also die wussten immer so grob, was ich mache. Ich habe ganz am Anfang, die ersten Sendungen oder die ersten Jahre, habe ich mir selber noch richtige Konzepte geschrieben und Texte und Gags und so. Und hatte Panik am Anfang lustigerweise vom Improvisieren, weil ich immer dachte, ich muss eine fertige Pointe dabei haben. Ja. Und
dann habe ich das in den Sendungen, in den Proben, am Nachmittag gab es immer eine Probe ohne die Gäste, nur mit den Moderatoren. Dann habe ich immer diese komplette Nummer gespielt. Das hatte dann zur Folge, dass wir dann abends, wenn die Sendung waren, waren dann Götz und Christine, die waren dann völlig gelangweilt, weil sie die ganzen Gags schon kannten. Saßen die immer so auf dem Sofa. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich probe diese Pointen nicht mehr. Ich mache das dann, ich sag denen dann nur, heute kommt irgendwie der Purzel, heute kommt irgendwie der Hai und lasst euch überraschen. Mhm. Die wussten dann manchmal höchstens, was da kommt. Mhm. Manchmal wussten sie das auch nicht. Und dann war das irgendwie so, dass ich dann zwangsläufig dadurch, dass ja die prominenten Gäste, mit denen ich mich unterhalten sollte, ich konnte mir ausdenken, was die ungefähr wahrscheinlich antworten werden, aber ich musste ja darauf vorbereitet sein, dass wenn die mir jetzt selber eine Gegenfrage stellen, muss ich darauf reagieren. Und da merkte ich, dass das mit dem Improvisieren doch ganz gut klappte. So, und dann kamen dann auch schon wieder andere Leute und sagten, oft ist es lustiger, was spontan passiert, als das, was du dir ausdenkst. Ja, glaube ich. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lassen wir das halt mit dem Ausdenken. Das ist auch durchgehend so geblieben dann. Also ich habe immer schon ein bisschen was dabei gehabt. Mhm. Also ich habe immer so gesagt, ich habe so ein Notprogramm dabei, dass wenn der Gast überhaupt nicht mitmacht oder dicht macht, dann kann ich meinen Zettel vorlesen. Aber es ist tatsächlich so, ich habe das Zirkuspferd zum Beispiel, das hat ja immer so Anekdoten erzählt aus dem Zirkus. Ja, richtig. Und im Zirkus, der sehr schöne Stimme. So. Und dann auch das Lachen, kannst du das so? Ja, und das Zirkuspferd hat ja immer irgendwie die hanebüchensten Geschichten erzählt, was im Zirkus passiert ist. Und das habe ich mir natürlich vorher ausdenken müssen. Aber im Bestfall war es immer so, dass ich diese Geschichten überhaupt nicht brauchte, weil halt die prominenten Gäste irgendwie anfingen, sich mit dem Pferd so direkt zu unterhalten. Ja. Und es gab wirklich so ein, zwei Zirkusgeschichten, die habe ich über 5, 6 Jahre mitgetragen und habe sie nie vorgetragen. Die habe ich bis zur letzten Sendung mitgenommen. Anekdoten vom Pferd? Ja, die nie benutzt werden, Gags, die nie gemacht wurden. Ich habe sie tatsächlich dann in der allerletzten Staffel, habe ich die alle verballert. Da habe ich gesagt, so, jetzt müssen die raus, die Sendung hört bald auf. Ich wollte zumindest einmal wissen, ob diese Gags, die ich seit Jahren mit mir rumtrage, überhaupt komisch sind. Ja, okay. Aber waren ganz gut, Wir gucken uns mal was davon an. Natürlich mit Vivaldi und dem Zirkuspferd. Ich glaube, die meisten haben sich darauf gefreut, wenn das kam. Und da kam es ja wirklich immer in jeder Sendung dann auf dem Sofa dazu. Und so sah das Ganze aus. Noch nicht ganz so lange her. Das ist Herr Mommsen. Tag. Hallo. Hi. Ich bin Herr Mommsen. Nein, das ist Herr Mommsen. Ach so, ja richtig. Ich bin ein altes Zirkuspferd und das ist Herr Mommsen. Ich bin ja sehr prominent. Ich bekomme pausenlos Angebote. Ich hätte zum Beispiel für 250.000 Euro die Moderation von Wetten, das übernehmen können. Und? Ja, ich habe das Geld nicht zusammenbekommen. Großartig. Das ist natürlich ein Gag, den man sich vorher zurecht hat. Ja, okay. Wie traurig warst du, dass es zu Ende geht? Oder? Sehr. Ja? Ja, total. Wir haben geheult. Wir haben Rotz und Wasser geheult. Alle, das ganze Team. Es war so traurig, dass es wieder schön war, wie man so kollektiv das macht. Weil das war so eine Sache, das war halt immer da. Das war ja fast eine der ersten Sachen, die ich auch im Fernsehen gemacht habe, tatsächlich. Es fing relativ früh an. Und dann war das so, dass das haben wir ja über das ganze Jahr darüber produziert. Das waren zwar immer so Blöcke, manchmal Sendungen waren live, aber es wurde immer so eine Woche lang produziert. Oft fing es mit einer Live-Sendung sonntags an und dann haben wir montags bis freitags aufgezeichnet. Mhm. Jeden Tag eine Sendung. Mhm. Und das halt über verschiedene, also das waren halt so Blöcke, mehrere Blöcke im Jahr, also 4, 5 Mal im Jahr. Man traf sich also immer wieder. Es war also immer wieder, kam immer dieselbe Truppe von Menschen zusammen und machte dieses Zeug. Machte diese Sendung. Und deswegen, jeder hatte natürlich auch seine anderen Projekte gehabt, die man sonst macht. Aber das war so eine feste Konstante, die immer wieder da war und wo man sich also immer wieder sah. Und das brach dann plötzlich so weg. Also natürlich wussten wir auch, dass das passieren wird. Das war ja 2 Jahre im Vorfeld angekündigt, dass die Sendung aufhören wird. Und das war so, man lief immer rum und wusste, wir haben noch 2 Jahre zu leben. So geht es den Kollegen der Lindenstraße aktuell. Ja, es ist natürlich traurig, aber es ist irgendwie war es auch schön, weil man sich so ein bisschen innerlich darauf vorbereiten konnte. Ja. So, man verabschiedete sich so richtig auch so von diesem ganzen Set, von diesem Bühnenbild. Also ich weiß noch, ganz schlimm war die letzte Staffelproduktion. Es gab ja so, wir haben die letzte Staffel gemacht, also 4, 5 Sendungen
hintereinander. Dann war eine Sommerpause, also das war aber die letzte Staffel eigentlich. Und dann nach der Sommerpause haben wir noch die Finalsendung aufgenommen. Ah ja, okay. So, die dann eh so ein Special war. Ja. Aber diese letzte reguläre Woche, die war irgendwie komisch, weil da, die machte man. Mhm. Und man lief so, man wusste so genau, es passiert jetzt alles zum letzten Mal. Zum letzten Mal hören wir dieses Warm-up und zum letzten, man hatte so Rituale auch ja, in diesem Studio. Also ich wusste immer, dann Götz und Christine, die haben immer das Warm-up selber gemacht. Erst Christine und dann kam Götz raus und so. Mhm. Und das war halt immer so, ich wusste immer, wenn Christine zum Warm-up draus steht, stehe ich links an der Bühnenkante. Und wenn die fertig ist, dann gehe ich einmal hinten rum und dann stehe ich da und dann unterhalte ich noch mich mit dem und so. Also man machte auch immer das Gleiche. Und man lief dann bei der letzten Staffel, wie gesagt, rum und wusste, ich mache das jetzt heute zum letzten Mal. Ich werde zum letzten Mal diesen Gang von da nach da laufen. Und das ist das denn real in dem Moment oder ist das dann doch so ein bisschen wie in Trance? Nee, das war schon real. Wir waren schon alle bewusst. Aber ich glaube, bei der letzten Sendung haben wir uns alle betrunken währenddessen. Ja, habe ich gehört. Selbst Kameramänner. Also ich habe das noch nie gesehen, dass selbst das ganze Crew war am Sekt trinken. Man darf ja eigentlich im Studio... im Fernsehstudio keine Essen, kein Trinken so reinbringen. Mhm. Und dann haben wir alle nur gesagt, könnt ihr uns da rausschmeißen, das ist ja eh die Letzte. Hast du noch Kontakt zu den Kollegen von dem Team? Ja, zu einigen, ja. Also es gab auch ab und zu, gibt es mal so eine Art, sowas wie ein Klassentreffen, wo sich dann immer so ein bisschen alle mal so irgendwo in der Kölschkneipe treffen und so. Und doch, also ich habe auch Christine Westermann auch schon noch mal wieder gesehen und so, also... Nicht sehr eng, aber man läuft sich schon immer wieder über den Weg. Ja. Und vieles war natürlich WDR-Mitarbeiter und dann ist das eh so, wenn man mal wieder was beim WDR macht. Ja, sicher. Macht also, du wirst mal wieder in Bocklemünd gewesen sein. Ja, genau. Ja, das war nur eins von vielen Interviews, die wir hier gemacht haben beim Sprechplanet. Hier sind noch viele, viele andere. Die vollen Gespräche, die ganzen Versionen, gibt es auf massengeschmack.tv zum Abonnieren. Kostenlos testen, reinklicken. Bis gleich.